Liebe Focus Online Community, herzlich willkommen zurück zu unserer Live-Berichterstattung zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Wir halten euch stündlich immer wieder mit neuesten Nachrichten auf dem Laufenden. Ja, und es ist das gefürchtete Kopf-an-Kopf-Rennen, das viele erwartet haben. Dazu kommt Donald Trumps Drohung, die Auszählung der Briefwahl zu stoppen. Wie sich diese Unsicherheit auf die Finanzmärkte auswirkt, bespreche ich jetzt mit dem Finanzexperten und Fondsmanager Frank Fischer. Schönen guten Tag. Tag. Ja, es ist wirklich das gefürchtete Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie reagiert die Börse auf die Geschehnisse bei der US-Wahl? Es ist so, dass natürlich die Befürchtung, dass wir dort eine Hängepartie haben, nicht dazu führt, dass wir jetzt alles schon auf grün an Ampeln haben. Aber auf der anderen Seite sind die Vergleiche, wie sich zum Beispiel die Maßnahmen aus der Fiskalpolitik, je nachdem, wie extrem sie denn werden, zwischen den beiden, die ja Kopf an Kopf rennen, die sind gar nicht so unterschiedlich. Und dementsprechend ist eben zurzeit zumindest mal eine gewisse Erleichterung zu verspüren, dass jetzt dieser Wahlkampf hinter uns liegt. Und es gibt eine gewisse Entspannung auf der Aktienseite. Wir hatten ja das Ganze im S&P 500 schon deutlich unter 3.000 gesehen und waren heute Nacht sogar bei 3.450 und sind eben jetzt dabei und loten aus, wie geht das Ganze denn wahrscheinlich aus? Und da ist eigentlich mit jeder neuen Nachricht wieder ein Volatilitätsimpuls zu verspüren. Ich würde das Ganze einfach mit Wahlkampfgezappel bestens umschreiben wollen, denn jetzt haben eben diejenigen, die trading-orientiert sind, mit jeder News die Chance wiederum, ihre Emotionen freien Lauf zu lassen und dann können die sich für die eine oder andere Richtung entscheiden. Aber Fakt ist für mich, dass dieses Rauschen irgendwann in ein Erkennen übergehen wird und dass wir dann eben das, was typisch ist für solche Börsen, politische Börsen haben kurze Beine und das ist auch hier wiederum zu erwarten. Jetzt ist es so, dass aufgrund der Enge, dass vielleicht nicht ganz so kurze Beine sind. Und da ist eben dann doch noch mal etwas mehr Volatilität über die nächsten Tage zu erwarten. Wird wohl eine Hängepartie werden. Sie haben es angesprochen. Normalerweise ist Unsicherheit etwas, was Finanzmärkte und Börsen so gar nicht mögen. Warum ist es verhältnismäßig ruhig? Also es ist so, dass tatsächlich eben nicht von einem der Kandidaten ein so haut drauf auf die Wirtschaft zu erwarten ist. Natürlich ist es so, Biden, und vielleicht nehme ich das schon mal vorweg, wenn ich heute jetzt wirklich drauf setzen müsste und müsste eine Wette abschließen, dann würde ich tatsächlich für Biden plädieren. Und der ist ja an der Börse dadurch, dass er das Thema Steuern, ist bei ihm eben so, dass sowohl Unternehmens- wie auch Steuern für private Haushalte, die werden etwas hochgehen. Das bedeutet, die Gewinne pro Aktie werden etwas runtergehen. Und es ist auch so, dass weniger konsumtive Nachfrage da ist, was eben die privaten Haushalte betrifft. Dadurch ist eben dann das Steueraufkommen höher und der Staat kann mehr machen. Und genau das ist es gesamtwirtschaftlich, dadurch, dass der Staat mehr machen wird oder kann. Das ist ja das Programm sowohl von Trump wie auch von Biden. Beide wollen eben mehr Arbeitsplätze schaffen, hauptsächlich durch Infrastrukturmaßnahmen. Also wir reden hier von bis zu 8 Trillionen Dollar, das heißt europäische Billionen Dollar, die eben dort ausgegeben werden sollen, um eben die Corona-Untiefen eben etwas auszuloten und dort zu sagen, Mensch, so schlimm wird es nicht, wir helfen nach, wir puffern das Ganze, nicht nur, dass eben direkt konsumtive Nachfrage ersetzt wird von staatlicher Seite mit den ganzen Programmen. Das sind ja keine Impulse für die Wirtschaft, sondern hier wird nur Nachfrage ersetzt. Dadurch, dass eben ein Dollar, der als Lohn, Einkommen ausfällt, eben ersetzt wird durch eben einen Lohn, der quasi vom Staat direkt subventioniert wird, einen Lohnanteil. Das schafft also nicht mehr Wirtschaftswachstum, also muss man darüber hinaus was tun. Das haben beide, egal ob jetzt Trump oder Biden, vor. Und so ist es für die Gesamtwirtschaft gar nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite haben wir ein Umfeld für die Liquidität. Und die Liquidität, die ist eben enorm vorhanden. Die Fed hat sehr, sehr stark eben dafür gesorgt, dass durch das
enorme Geld drucken, das Liquidität zur Verfügung stellen, die Börse eben nach Corona eine enorme Unterstützung erfahren hat. Viel Geld ist nicht in die Wirtschaft geflossen, sondern hat seinen Weg an die Kapitalmärkte, besonders in die Aktien gefunden. Und weil diese Liquidität nach wie vor eben uns anschiebt, ist es so, dass jeder sagt, was mache ich denn jetzt eigentlich auf den Anleihen? Da ist nicht viel zu holen für mich. Und auf der Währungsseite haben wir jetzt gesehen, erstmals der Dollar etwas fester geworden. Und jetzt scheint er nicht mehr weiter fester zu tendieren. Wenn der Dollar fest ist oder fest geht und trendet, dann ist es das typische Risk-Off-Szenario. Das bedeutet, die Leute nehmen ihr Geld zum Beispiel aus Emerging Markets raus und dann werden eben diese Währungen verkauft und es geht zurück in den Dollarraum. Dann wird Dollar nachgefragt, der Dollar geht fest. Umgekehrt, wenn eben der Dollar zur Schwäche tendiert, haben wir ein Risk-On-Szenario. Und dann sind eben viele bereit, auch mehr Risiken zu nehmen, auch im Ausland das Geld zu investieren. Dann werden eben ausländische Währungen mehr nachgefragt. Also auch hier können wir an der Währung uns ein bisschen orientieren, wie denn die Anleger eigentlich von der Laune drauf sind. Man sieht das aber auch natürlich an Volatilitätsindikatoren etc. Aber das Kernelement ist, die Programme unterscheiden sich nicht so wesentlich in ihren Auswirkungen. Die Kandidaten von ihrem Charakter natürlich enorm. Und umso mehr kann die Volksseele hochkochen und die Emotionalität kann greifen. Natürlich, das will ich nicht verheimlichen, stehe ich auch in beiden Lager. Auch wenn Trump vielleicht für die Börse insgesamt besser ist, sehe ich halt die Person vom Charakter her so, dass ich dort ganz klar mich an jemanden wie Biden orientieren möchte und eben den sehr gerne im Amt sehen möchte. Und jetzt habe ich, so wie ich das jetzt wahrnehme, tatsächlich eben das Glück, dass es wohl beiden werden wird. Da haben Sie eine Glaskugel, wir wissen das noch nicht. Allerdings sagen Sie, Donald Trump wäre besser für die Börse. Können Sie das noch mal erläutern? Ja, Trump ist halt derjenige, der sagt, Regulierung, und das ist eine typische republikanische Position. Da geht es halt darum, dass der Markt wird halt gesehen als etwas, der alles richtet. Man lässt eben die Kräfte im Markt sehr weitgehend zu. Es wird dereguliert, wohingegen die Demokraten dazu tendieren, mehr zu regulieren. Also wäre es zum Beispiel so, dass unter Trump haben wir gesehen, dass zum Beispiel das ganze Kohle, Gas, Öl, Fracking, das würde alles zugelassen. Klimawandel ist ihm komplett egal. Da ist eher die Denke so, Mensch, vor 30.000 Jahren hatten wir auch schon mal eine Welle, da wurde es hier sehr warm oder dann wurde es wieder mal kalt. Und nur weil das jetzt menschengemacht ist, die Erde muss sich dort anpassen. Was soll das? Wir werden dort unsere Ölwirtschaft nicht abwürgen. Und dieses liberale Denken, was sich eben sehr stark an wirtschaftlichen Interessen orientiert und eben andere Interessen, die man ja durchaus auch haben kann, komplett vernachlässigt oder weitgehend vernachlässigt, das führt dazu, dass eben insgesamt die liberalen Gedanken dazu führen, es wird mehr ins Risiko gegangen. Es lohnt sich eben in vielen Branchen ins Risiko zu gehen. Als Unternehmer weiß ich, dort wird mir nicht dazwischen gegrätscht, es werden keine hohen Umweltauflagen gemacht etc., sondern ich darf eigentlich sehr viel und das tue ich dann auch. Und dementsprechend hat Trump eben auch tatsächlich einen Großteil der Befürworter, die eben sich nur an wirtschaftlichen Interessen orientieren, auf seiner Seite. Und deswegen ist es so, dass ja auch die Börse in dieser Zeit gut gelaufen ist und jetzt auch nach Corona die Erholung. Da ist der Trump natürlich mit seinen liberalen Gedanken, wo auch die Corona-Opfer tatsächlich nicht so wichtig sind, wie dass die Wirtschaft weiterläuft, wohingegen die Demokraten dazu tendieren, wir schätzen ein Menschenleben mehr, was wir eben direkt verlieren werden, als das, was wir an Leiden durch Corona eben auch durchlaufen müssen. Und das sind eben diese beiden Camps, die sich dort gegenüberstehen. Und so kann man schon sagen, insgesamt ist das für den Kapitalmarkt unter Trump besser. Aber würden nicht beispielsweise Branchen wie erneuerbare Energien von einem Präsident Biden profitieren? Stichwort Green New Deal beispielsweise? Aber natürlich. Und zwar vehement. Und das ist aber genau das Thema. Wir haben dann sowas wie Sektorrotation.
Es wird halt dann mehr in einen Bereich investiert und weniger in den anderen. Also unter Biden wären eben die Fracking-Gas-Öl-Gesellschaften in den USA und dort hängen auch einige Arbeitsplätze dran. Das wären die Verlierer. Und natürlich hätten wir im Wind- und Solarbereich, auch in Wasserkraft, also überall, wo wir eben Green drauf haben, dort kommen Gewinner, dort wird investiert und dort wird eben wirtschaftlich für Impulse gesorgt, weil das das politische Programm ist. Unter Trump ist es nicht so, dass da gar nichts passiert ist in dem Bereich. Auch dort gibt es eben aufgrund der Tatsache, dass wir eben zum Beispiel im Solarenergiebereich eine solche Kostendegression, also die Kosten sind so stark gefallen, dass man eben sagen kann, man hat das Thema Grid Parity, also die Nähe zu dem günstigsten Äquivalent. Also wenn ich jetzt eben mit Gas oder Kohle produziere und ein neues Kraftwerk erbaue, habe ich ja auch Kosten für die Produktion. Und selbst ohne CO2-Bepreisung und Umweltauflagen, die massiv sind, ist es so, dass ich eben Kosten habe und die muss ich jetzt vergleichen, zum Beispiel zu dem, was ich eben in großflächigen Solaranlagen für Kosten habe. Und ja, die haben eben den Nachteil, dass sie nur produzieren, wenn die Sonne scheint. Wir haben immer noch nicht die Speichertechnologie, Batterietechnologie. Aber die gute Nachricht ist, zu den Hochzeiten, wenn wir eben entsprechend zum Beispiel im Sommer die Klimaanlagen brauchen um die Mittagszeit, dann scheint die Sonne, dann kann der Strom dafür verwendet werden oder auch wenn der Herd angeht um die Mittagszeit. Natürlich haben wir dann aber leider abends auch noch einen Peak und solange wir das nicht puffern können, brauchen wir noch immer die traditionellen Wege, um eben Energie zu produzieren. Aber unter beiden wäre grüne Energie absolut bevorzugt und dann müsste man eben sagen, macht das wenig Sinn noch in dem Bereich Fracking und Öl und Gas zu versuchen zu investieren, weil dort ein richtiger Gegenwind da ist. Natürlich führt das irgendwann auch zu Übertreibung und dann kommt der klassische Value-Investor, zu denen wir uns auch zählen, natürlich auf Ideen und sagt, Mensch, guck mal, jetzt habe ich so eine Sicherheitsmarge. Ich zahle jetzt nicht mehr 60 Cent für einen Euro, sondern vielleicht nur noch 30 Cent für einen Euro. Dann nehme ich diesen Gegenwind und das Risiko auf mich, weil ich eben über mehrere Jahre das komplette Investment eben über Ausschüttung etc. Wieder ja, vereinnahmen kann. Aber dagegen sprechen bei uns unsere Regeln nach den ESG-Kriterien, nach nachhaltigen Kriterien. Wir investieren halt nicht in Fracking-Firmen, weil das etwas ist, wo wir sagen, Klimawandel ist etwas, was wir so sehen, dass dort so viele Menschen nachteilig von betroffen sind. Da wollen wir das Geld unserer Kunden nicht investieren. Und so ist es dann so, dass wir auch einen Filter haben, wo wir bestimmte Dinge nicht machen, auch wenn sie vielleicht irgendwann mal wirtschaftlich sinnvoll wären. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die wir unter beiden erkennen, dass sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Und der grüne Bereich, der gehört eindeutig dazu. Wie sollten sich Kleinanleger im Moment verhalten? Wir haben diese im Moment eine Unsicherheit, die wird womöglich auch noch ein paar Tage anhalten, vielleicht sogar noch länger, wenn Donald Trump tatsächlich gerichtlich gegen eine mögliche Niederlage vorgehen würde. Würden Sie Anlegern jetzt raten, die Ruhe zu bewahren und gar nichts zu machen? Oder wo kann man jetzt mit wenig Risiko investieren? Also das ist natürlich so. Gar nichts zu machen ist typischerweise etwas, wo man sagt, wenn ich als langfristiger Investor unterwegs bin, dann sollte mich dieses Wahlkampfgezappel überhaupt nicht tangieren. Wenn ich aber noch Geld auf der Seitenlinie habe und wir kriegen Angst und Volatilität in den Markt, dann kann man sich schon überlegen, ob ich in einer einzelnen Aktie oder in einem ETF oder auch in Fondsmandaten, die wir eben auch anbieten, vielleicht etwas finde, wo ich sage, da habe ich dann tatsächlich eine Renditeerwartung, mit der ich über die nächsten 5 oder 10 Jahre für das Risiko, was ich trage, weil ich bin ja unternehmerisch mit investiert in Aktien, dann trage ich eben auch das Risiko, dass das Management Fehler macht, dass in den Märkten mal Schwankungen sind, dass aus der Politik, so wie jetzt mal, Gezappel auf mich zukommt. Aber wer das tragen kann, der wird dafür eben, wenn es dann wieder mal runtergeht, mehr belohnt. Und dann kann man auch noch nachkaufen. Also das typische Buy the Dip ist für mich eigentlich das, was aktuell ratsam ist. Und für die, die investiert sind, da kann man einfach nur sagen, macht es am besten wie Winnie the Pooh, niemals den Wert des Nichtstuns unterschätzen und einfach durch dieses Gezappel durchschauen und sich überlegen, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich in das nächste oder überhaupt in die nächsten Jahre schaue, ist das denn nicht sinnvoll, nach wie vor in top geführten Firmen zu sein, in
wunderbaren Firmen mit hohen Kapitalrenditen in Märkten, wo wir eben auch noch vernünftiges Wachstum haben, die am besten auch noch Familien oder Eigentümer geführt sind. Das sind alles Kriterien, die wir anlegen an das Universum, um dann die besten Firmen herauszufiltern, damit wir eben dann, weil es immer wieder mal auch negative Überraschungen gibt dabei, insgesamt ein Portfolio haben, wo wir über die lange Zeit eine vernünftige Rendite mit einem begrenzten Risiko, also mit begrenzten Schwankungen erwirtschaften können. Das ist das Ziel und das gilt halt für diejenigen, die eben über mehrere Jahre erfolgreich dabei sind. Trump hat ja in seiner Amtszeit diverse Strafzölle verhängt. Es ist gut möglich, dass auch bei einer weiteren Amtszeit neue kommen. Sollte er wiedergewählt werden, schreckt das die Anleger nicht ab? Tja, also er kann immer noch wiedergewählt werden. Haben Sie schon recht? Eine Sekunde bitte. Es ist aber so, Dankeschön. Es ist aber so, dass Sie, um nochmal so meine Glaskugel zu zeigen, und das ist natürlich noch nicht mit Sicherheit zu sehen, aber warum bin ich mir relativ sicher, dass es Biden wird? Wenn man sieht, wie die Briefwähler, also was wir dort Verhältnisse haben, der typische republikanische Patriot, der scheint dazu tendiert zu haben, zum Wahllokal zu gehen. Und der scheint eben zu sagen, Mensch, das gehört dazu, ist meine Pflicht. Und Trump for Presidency und dann steht er an und freut sich und dem ist auch Corona nicht so wichtig. Der typische Demokrat, der sagt, Mensch, Corona ist echt eine üble Sache. Und mit den ganzen Republikanern in einer Schlange stehen, habe ich eh keine Lust drauf. Die gehen mir auf den Keks. Ich bin für Biden. Also mache ich das einfach schön per Briefwahl. Und jetzt haben wir, und das sind die statistischen Zahlen, die ich zurzeit sehe, zwischen 2/3 bis 75% aller Briefwahlen, die jetzt ausgezählt worden sind, scheinen für die Demokraten zu sein. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was eben noch nicht ausgezählt wurde und man davon ausgeht, dass dieser Großteil tatsächlich über die Briefwahl jetzt eben entschieden wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eben einige dieser Staaten, wo es eben noch nicht eine Entscheidung gegeben hat, doch noch zu den Demokraten kommen. Und dass es dadurch, auch wenn es sehr knapp ist, aufgrund dieser Briefwahl dazu kommen kann, dass Biden Präsident wird. Es sieht nicht so aus, als würden das den sogenannten Clean Sweep geben, also dass man komplett alles, was man eben zurzeit erhoffen konnte, war ja, dass alles demokratisch wird. Im Senat scheint es so zu sein, dass das nicht gelingen wird. Der bleibt wohl in republikanischer Hand. Und dann haben wir eben eine Situation, wo wir eben ein Haus, ein Teil, haben wir dann eben bei den Demokraten, eins beim Senat. Und dann muss man eine Kompromisslinie finden und suchen. Und das ist eigentlich etwas, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Börse aufgrund dieser Unsicherheit nicht so negativ reagiert, weil viele Leute natürlich ähnlich weit denken und analysieren und mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Wie gesagt, das ist keine Sicherheit, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und wenn das so aufgeht, dann haben wir eben etwas, wo aufgrund dieser Kompromisslinie tatsächlich eine sehr, sehr gute Situation an der Börse vorhanden sein kann, weil eben niemand das Ganze dominiert. Und dann denke ich, wenn wir das eben vielleicht sogar schon Freitag oder am Wochenende wissen, wäre das natürlich gut, sodass es nicht eine ewige Hängepartie wird. Dann kann der Trump noch ein bisschen toben und das anfechten. Aber die gute Nachricht ist, dort gibt es eben auch Republikaner, die sagen, Entschuldigung, wir sind hier nicht Putin oder Erdogan, wir sind eine Demokratie. Und Trump hat auf seine Tweets aus dem eigenen Lager auch schon entsprechenden Gegenwind bekommen und hat eben von den Herren, die eben darüber auch mitentscheiden, wie solche Themen denn laufen, weil es gibt dort ja auch Regelwerk und Gesetze und auch eine Technik. Und die halten dagegen und sagen, eine Demokratie bedeutet, wir halten uns an die Absprachen, nämlich dass der Wähler entscheidet. Und dadurch, dass das so ist, werden wir eben jetzt in eine Lage versetzt, wo wir das abwarten müssen. Und wenn du anfechtest, kannst du das tun, aber dann werden wir eben die Regeln anlegen, die wir uns gegeben haben in einer Demokratie. Und die wirst du auch akzeptieren müssen, weil du nicht Putin bist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich da auch trotz dem ganzen Tweeten und was er dann machen wird und toben, kann es sehr gut sein, dass er dann einfach in den sauren Apfel beißen muss und er ist Geschichte.
Wenn er aber tatsächlich vor den Supreme Court zieht und das Ganze wirklich anfechtet, dann könnte es aber doch noch anders ausgehen, gerade wo jetzt die Richter ja eher auf Republikanerseite sind. Ja, also jetzt ist eben die Frage, haben diese Richter einen solchen Bias, dass sie quasi eine tendenziöse Beurteilung und Rechtsauslegung machen werden? Und ist ihnen das überhaupt möglich? Also dort müssten ja tatsächlich signifikante Verstöße in dem, wie eben gewählt wurde, belegbar sein. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was ich eben letzte Nacht auch noch mir angeschaut hatte. Da kam es dazu, dass 120.000 Stimmen sollten nicht zugelassen werden, weil in einem Wahlbezirk wurde es erlaubt, dass die Menschen mit dem Auto, also quasi wie so, ich gehe jetzt mir mal meinen Burger holen im Drive-Thru, fahre ich also mit meinem Auto nicht eben hin zum Rathaus oder in die Turnhalle und stelle mich an die Wahlurne und gebe meinen Zettel ab, sondern ich mache das so eine Art Drive-by. Also ich zeige meine ID-Karte und dann gebe ich eben meinen Wahlzettel ab und dann fahre ich weiter. Also in Corona-Zeiten gibt es halt auch unkonventionelle Arten, um die Wahlzettel abzugeben. Und dann wurde eben dort gleich von den Republikanern, weil das war ein, wie die Republikaner ja wissen, die schneiden ja diese Wahlbezirke genauso, wie es passt, damit sie möglichst hohe Chancen haben zu gewinnen. Und sie wussten, dass dort ein Bezirk ist, der eher demokratisch geprägt ist und dementsprechend gegen sie arbeitet. Und dann wollten sie das eben nicht zulassen. Dagegen wurde aber dann sofort entsprechend Veto eingelegt und es wurde vollkommen als zulässig anerkannt. Und genau das sind dann die Dinge, die im Supreme Court nochmal hochgekocht werden können, wo aber letzten Endes auch ein Regelwerk da ist und wo dieser Supreme Court ja auch das ist letzten Endes die höchste Instanz. Und die müssen auch die Demokratie schützen. Und es ist unvorstellbar, dass wir plötzlich zu einer Bananenrepublik à la Putin oder Erdogan werden, sondern es ist so, dass selbst wenn die tendenziös sind, werden sie sich an Regeln für eine Demokratie halten müssen, weil das sonst tatsächlich eben eine extreme Unruhe auslösen kann, weil die Menschen eben sich dort nicht von dieser höchsten Instanz erwarten, sie auch die höchste Qualität der rechtlichen Entscheidung und natürlich, dass sie eben dort auch quasi das Aushängeschild für das ganze Land sind. Und dementsprechend, ja, es kann eben marginal hier und da tendenziös sein, aber ich denke nicht, dass wir dort hier einen Skandal erleben werden. Da sitzt nicht Trump im Supreme Court, würde er gerne sitzen, dann hätten wir ein Problem, sondern die Menschen, die da sind, das sind ja auch alles ausgebildete Juristen und die sind eben in diese Jobs gekommen, auch wenn sie jetzt eben einen Schwerpunkt mehr in die konservative Richtung haben und eher Republikaner sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Menschen gegen das, was seit Jahrhunderten demokratische Werte in Amerika darstellen, gehen. Das ist einfach eine Sache, das passt nicht zu Amerika, das ist unamerikanisch. Ich habe selber ein Jahr in Amerika verbracht als Austauschschüler, da war ich 18. Und dann erlebt man halt, wie diese Menschen sind. Ich war in Michigan, da gibt es auch viele Republikaner. Und es gibt auch Dinge, wo bei den Republikanern auch Grenzen sind. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle. Manche wie Trump überschreiten eben jede Grenze des Anstands, aber die meisten Republikaner lassen auch diese Themen absolut gelten und sind darauf sogar unglaublich stolz. Und deswegen wird sich gegen sowas auch im Supreme Court, auch auf republikanischer Seite, würde sich wirklich ein Sturm der Entrüstung entfalten können, wenn es dazu kommen würde. Also ich bin da total überzeugt, dass diese Initiative dazu führt, dass eben Recht gesprochen wird und es nicht zu etwas führen wird, wenn es im Supreme Court ist, was einfach so eine Trumpeske Verzerrung darstellen wird. Das war ein sehr eindrucksvolles Plädoyer für die Demokratie Vereinigte Staaten. Wir hoffen, dass es so kommen wird. Lassen Sie uns abschließend noch nach Deutschland blicken. Welche Auswirkungen hat denn der Ausgang der US-Wahl auf die deutsche Börse und den DAX auch hinsichtlich der Corona-Pandemie, in der wir ja immer noch leben? Ja, also eine Sache ist für die deutsche Börse sehr wesentlich. Und deswegen wäre Biden auch nicht nur vor unseren eigenen politischen Vorstellungen insgesamt in der Masse der Menschen in Deutschland ist es tatsächlich so, dass Biden ja der Wunschkandidat ist.
Da wird nicht nur Frau Merkel aufatmen, sondern sehr viele Politiker. Und die Themen gehen hier nicht weg. Es ist nicht so, dass wir nicht einen höheren Anteil für das Thema Rüstung bei uns benötigen, um eben als Partner in der NATO auch unter einem demokratischen Präsidenten unseren Obolus entrichten zu müssen. Das sind alles Dinge, wo Trump durchaus den Finger in die Wunde gelegt hat und recht hatte. Aber eben dieses verrückte, emotionale, impulsive, politische, wirklich gar nicht zu fassende Element, das wird halt dann nicht mehr so da sein, dieses Chaos, was er eben auch verzapft hat, sondern unter Biden wäre es eben so, dass wir dann Themen wie wir belegen jetzt plötzlich alle deutsche Automobilfirmen mit Zöllen, obwohl die eben dort in den USA eigene Fabriken haben und eben dort auch produzieren und Arbeitsplätze schaffen, auch in den USA. Dort ist eben eine andere Denke und eine Bereitschaft eben auch zur Partnerschaft vorhanden, die man eben bei Trump gar nicht so gesehen hat, weil ich ihm auch durchaus unterstelle, dass er diese Komplexität der Sachverhalte gar nicht durchdringen will. Das interessiert ihn gar nicht. Er macht ja sich seine Meinung sehr gerne aus Bilderbüchern, aus Comics, wo eben sein Team ihm die komplexen Sachverhalte so nahe bringen muss, dass er es in 0, nichts versteht. Und da greift das meistens natürlich viel zu kurz. Und dementsprechend ist Biden jemand, der eine ganz andere intellektuelle Tiefe und Bereitschaft für den Dialog hat und sich mit Sachthemen auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es für viele der wirklich wichtigen Branchen bei uns ein Befreiungsschlag wäre und dass wir das Thema Zölle insbesondere nicht mehr so sehen. Und das ist echt eine Last, die auf der deutschen Börse liegen würde. Und dementsprechend könnten wir mit Biden in Deutschland auch besser an der Börse dastehen als unter Trump. Vielen Dank, Herr Fischer, für Ihre Ausführungen, für Ihre Expertise. Wir sind gespannt, ob Sie am Ende recht behalten und Joe Biden ins Weiße Haus einzieht. Ich bedanke mich. Ich danke Ihnen. Und bei uns, liebe User, geht es nach einer kleinen Unterbrechung um 13 Uhr weiter, dann mit einer etwas anderen Einschätzung von unserem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer. Bis später.